Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Crankus und einem weiteren Let's Try It heute mit dem Spiel The Last of Us. Ja, im Prinzip habe ich das Spiel schon durch. Ich möchte es euch natürlich jetzt noch zeigen. Achso, das sind die Optionen. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum geht es hier nicht weiter. Unten in der Videobeschreibung findet ihr eine Review zu dem Spiel. Also kompletter Bericht, Test und was weiß ich nicht alles in Textform. Und das hier ist halt das Video dazu. Ich denke mal, The Last of Us wird auch ziemlich gut abschneiden. Und ich nehme jetzt hier einfach irgendeine Welt hier raus. Ja, die Uni ist Ferienort am See. Nehmen wir diese Welt. Ferienort am See. So. Wir nehmen die Ferien, die Jagd. Okay, das ist ziemlich blöd. Wir nehmen die Ferienhütten. Und damit soll es auch weitergehen. Wir nehmen natürlich normal, weil wir kein Oberpro sind. Und los geht's. Also The Last of Us, unser, sozusagen unser, nee, nicht unser erstes Konsolen-Let's Play, aber unser erstes Let's Play oder Gameplay-Video von der PS3. Ach ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ladebildschirm jetzt genauso lange braucht, wie er sonst immer braucht. Ich werde auch versuchen, eine halbe Stunde zu machen, ja. Also die Videogröße ist mir diesmal ein bisschen egal. Ich werde es an einen Tag hochladen, wo ich sowieso gerade nichts zu tun habe. Und deswegen, ja, wird das lustig, Freunde. Ich hoffe, eine halbe Stunde reicht euch aus. Eine halbe Stunde von The Last of Us, damit ihr nochmal mitbekommt, ob das Spiel vielleicht was für euch ist, ob es nichts für euch ist, wie sich das Ganze spielt. Und ja, ich kann nur sagen, es ist ein ziemlich geiles Spiel. Ich weiß auch so richtig noch nicht. Ich glaube, die Ladezeiten werden was sein, wo ich ein bisschen was zu meckern habe, obwohl das wirklich nur anfangs immer ist. Und wenn man dann die Kapitel lädt, das ist dann ein kleiner Schwachpunkt. Und ansonsten sind es wirklich nur kleine Sachen, wo es bei The Last of Us was zu meckern gibt. Das Spiel ist fast perfekt, könnte man sagen. So. Es erinnert mich an mein allererstes Let's Play, als wir Skyrim Let's Played haben. Da hatten wir so lange Ladezeiten, ich glaube, da waren wir 5 Minuten im Ladebildschirm. Da habe ich auch immer nur über die Ladezeiten gelabert. Aber da war das noch ein bisschen unmotivierter und so weiter. Da war noch nicht so Motivation drin wie heute. Heute labere ich ja praktisch durch und früher war das mal so, ja, So, und dann spielen wir jetzt die Hauptquest und dann schauen wir mal, was, ja, ich kann ja noch ein paar andere Quests für euch spielen und, ja, so, ne, sowas halt. Ach ja, das waren noch Zeiten. Also, wer den Bericht nochmal sehen will, ausführliche Infos haben will, wie The Last of Us im Test bei uns auf played4us.de abschneidet, der geht unten auf die Videobeschreibung, dürfte sogar ziemlich oben sein, sprich, ihr braucht es nicht mehr ausklappen. Da ist ein Link zum Artikel zur Review und dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und natürlich, wenn es euch gefällt, kauft es, um die Entwickler zu unterstützen. Ich wollte gerade sagen, zu entstützen. Kauft euch The Last of Us und... Ah, jetzt. Ich sehe schon hier, okay. Den Joe geht es nämlich gerade nicht so gut. So, wir nehmen mal die Munition auf. Alle, die momentan The Last of Us bei Sarazar gucken, jetzt momentan bitte wegschalten. Ich guck's auch, obwohl ich schon durch habe, gucke ich bei Sarazar, weil der macht das unterhaltsam. Verdammt, wo bist du? Ich persönlich werde auch jetzt gar nicht zur Story sagen. Erstens mal, weil sich das leider auch ein bisschen hier selber erzählt. Und zweitens, ja. Für die, die es halt noch spielen wollen, ist das sonst scheiße, wenn ich hier zu viel labere, wo wir denn sind, warum wir denn hier sind. Das werdet ihr alles nicht erfahren, liebe Freunde. Außer ihr spielt das Spiel selbst. So. Ich finde ja allgemein die Naughty Dog-Spiele hauen rein, ne? Das war damals schon bei Crash Bandicoot ist ein geiles Spiel gewesen. Jack and Dexter ist ein geiles Spiel gewesen. Naja, wir sehen also schon, die Ellie ist gerade nicht da, die ist weg. Und wir fangen an, die zu suchen. Oh ja. Und anscheinend sucht man uns auch.
So, wie war das mit dem Ziehen? Weil. Drücke R1. Okay. Ich weiß gerade absolut nicht. Ich weiß gerade abs. Boah! Wow. Okay, okay. Das war nicht gut. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung reinfuchsen. Nein, das war's nicht. So, wir machen erstmal Medipack. So, R1, okay. Man muss nämlich schauen, wo diese ganzen Blödmänner jetzt gerade verteilt sind. So, rechts und links ist keiner von uns. Ich muss dann, wenn die weg sind, muss ich gucken, Ah, Mann! Kommt her, jetzt reicht's. Auf X, okay. Die sind noch da. Ja, natürlich bin ich wieder zu blöd zum Treffen. Oh, der hat gesessen. So, jetzt müssen wir uns langsam hier ranpirschen. Ich mache übrigens hier nicht, hier so erkundungsmäßig. Hier, noch was ich zu meckern habe. Die Blutpfützen sind leider ein bisschen, ja, unrealistisch gehalten. Aber das, wie gesagt, das ist einer der kleinen Marke. Es sind nicht viele Fehler oder Sachen, die einen bei The Last of Us stören. Wo sind denn die jetzt alle hin? Haben die alle Angst vor dem Papa? Haben die alle Angst vor mir bekommen? Okay, sie haben mich also... Sie suchen mich also gerade. Erst laufen sie weg und dann suchen sie mich. Auch nicht schlecht. Das Schöne ist ja, wenn ich mit der Elgato aufnehme, sehe ich immer, wie viel wir denn schon gemacht haben. Ach, da drüben sind sie. Hehehe, ihr Schweinebacken. Hätte ich eigentlich auch Let's Playen können. Ist ein total geiles Spiel. So, hier komme ich jetzt hier sicherlich nicht rüber, ne? Vielleicht von hier irgendwie? Über den Container? Ah, hier steckt eine Axt drin, ne? Es ist zwar brutal, aber nun gut. Oh. Nichts. Was gefunden? Jetzt können wir die natürlich... mit der Flasche schön ablenken. Ah. Hier komm, das kommt besser. Viel Spaß damit. Ach, ein Flammenwehr. Ich habe ja die ganzen Waffen, mit denen ich das Spiel schon beendet habe, noch. So, die Idioten haben uns immer noch nicht gesehen. Molotow wäre zu schade für die. Wir nehmen einfach wieder. Oder so, ihr werdet reden. Schnappt ihn. So, hier kommen wir ruhig mal aus unserer Deckung raus. Und wir versuchen mal zu dem rüber zu. Ach, auf R2 renne ich, okay. Wir versuchen den jetzt mal richtig schön auf die Schnauze zu hauen. Dafür, dass er uns hier angeschossen hat, ne? Das Mindeste. Ei! Okay, wir versuchen erstmal uns zu heilen. Das, ja, Kamikaze, lass mal lieber. Wir erschießen ihn dann doch lieber. So, war's das mit ihm? Yep. So, er hat nichts weiter. Er auch nicht. Und der da drüben sicherlich dann auch nicht. So, immer schön alles mitnehmen, ne? Das ist bei der Last of Us sehr wichtig. Damit man nämlich zum Beispiel sich hier wieder Medikits basteln kann. Oder ein paar Messer, mit denen man dann werfen kann. Oder eine Axt verbessern kann. Also solche Sachen nebenbei sind schon ganz lustig. Auch die Grafik, muss man sagen. Also wenn, gerade wenn man die Videosequenzen sieht, es ist total realistisch gehalten und man... The Last of Us ist so ein Titel, der hat nochmal alles aus der PlayStation 3 rausgeholt, ne? Da sieht man, was auch mit der PlayStation 3 ist. Kommt ja jetzt die PS
Was willst denn du, Penner? Komm her hier. Und auf die Fresse, mein Freund. Ja. Geht's jetzt weiter, ihr? Weil da möchte ich nicht dazwischen labern. Ja, da. Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Ja! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frag ihn doch. Na los. Ich leg nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein, nein! Oh, das tat weh. Das hat reingehauen. Schon auf. Und hier ist ja die Ellie wieder. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns für mich sieht's verdammt echt aus. So. Mist. Wo waren wir stehen geblieben? Mann, was ist denn bloß los mit denen? Also man sieht wirklich, was aus der PS3 hier noch rausgeholt wurde. Es ist grafisch ein schöner Titel. Vom Gameplay her ein echt geiler Titel und man kann so gut wie nicht meckern, ne? Gerade The Last of Us wäre für mich ein Titel, wo ich sagen würde, wäre der für PS4 erschienen. Ich schaff das. Ich glaube, das wäre für mich ein wirklicher Grund gewesen, die PS4 zu kaufen. Also das wäre der erste Exklusivtitel, wo ich dann gesagt hätte, PS4 kommt zu mir. So, immer schön weg damit. Spiel mal also wieder als Ellie. Das wechselt sich im Spiel auch manchmal ab. An manchen Stellen. Und wir müssen natürlich aufpassen. Die Kameraden schwärmen natürlich jetzt alle nach uns aus. Da draußen aber Schneesturm, ich wollte schon Seesturm sagen. Schneesturm ist das jetzt nicht unbedingt so tragisch. Deswegen, die sehen uns ja nicht immer. So, hier wieder eine Flasche zum verwirren. Wo ist die Kleine? Ich bin genau da. Oder bin ich doch hier? So, der ist jetzt ja drüben. Also kommen wir schnell aus dem Fenster raus hier. Und ja, wo müssen wir denn jetzt hin? So, jetzt haben wir Flaschen und was weiß ich nicht noch alles. So, hier kraucht wieder einer rum.
Dreh dich bitte um, mein Freund. Oder meine Freunde, das sind ja sogar zwei. Oh, shit. Ich denke mal, wir müssen hier in die Richtung. Ja, sieht so aus. Okay. Haben wir das also erstmal geschafft. Oh, sie sind überall. Scheiße. Oben sind also auch noch welche. Und jetzt habe ich nichts mehr zum Schmeißen. Passt natürlich. Also müssen wir hier wirklich unseren Instinkt vertrauen. Ach, oder doch eine Flasche auffangen. Wo lang? Hier lang. Das ist auch ein bisschen so wie ein Irrgarten hier, diese Stadt, muss man sagen. Es ist ziemlich verwirrend. Und... Geht doch bitte mal da runter. Obwohl, er wäre jetzt eh da lang gegangen, na toll. Hier sollst du nicht reingehen. So, jetzt müssen wir natürlich wegrennen. Weil wenn die uns finden, ist Schicht im Schacht. So, aber das sollte schon fast wieder reichen, ne? Haben wir ein bisschen Abstand gewonnen. So, hoffen wir, dass sie uns nicht mehr verfolgen. Die lieben... die Stelle kenne ich sehr gut. So. Mensch, das kann ich jetzt viel besser als letztes Mal. Hier sind wieder einige Leute drin. So. Jetzt schnell. Ja, das frage ich mich auch gerade. Wo soll ich hin? Hier geht schon mal nicht lang. Da hier Feuer ist, krauche ich einfach mal hier dem Feuer entlang. Also in der Stadt gilt wohl dann die Regel, immer dem Feuer nach. Au! Wie du mir, so ich dir. Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist unser Ende. Ja, okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass jetzt hier hinten noch so ein paar Hackfressen rumkrauchen. Und das ist mir dann zum Verhängnis geworden. Schauen wir mal, sagt die Uhr. Die Uhr sagt noch ungefähr 13 Minuten. Oh, bitte Ladezeit jetzt. Aber nicht wieder so lang wie vorhin, ne? Sonst kriege ich es in den Kopf. Es sei mir jetzt an dieser Stelle mal gestattet, schnell einen Eistee zu trinken. Wartet. So, Verzeihung, weiter geht's. Weil bei der Hitze musst du was trinken, ne? So, dann geht es immer wieder von hier vorne. Also, der Revolver bringt uns so gut wie gar nichts. So gut wie gar nichts, weil eine Kugel, wow. So, ich werde mir das jetzt für nachher aufbewahren. Wo soll ich hin? So, und hier. Ach, der hat uns dann ertappt, ne? Der hat uns dann sicherlich gefunden. Wo sind die? So, sind wir also elegant um den herumgeschlichen. Du wirst hier nicht rauskommen. Bitteschön. Guck doch mal da drüben nach, Jungs. Da drüben ist ganz sicher etwas. Ihr werdet da ganz sicher etwas finden. Nur nicht mich, sondern Glasscherben. Ganz viele Glasscherben werdet ihr finden. So, jetzt komm, durchrennen. Ah, und hier ist ein offenes Fenster. Wunderbar. Hoppala. Roppan Gangnam Style. So, was ist das? Das sieht aus wie so eine Art Lokal.
Medipack haben wir, so, dann werden wir es jetzt wieder, das war ein Teller, wir dürfen nicht zu viel Krach machen. Ist hier denn noch jemand? Nö. Hier scheint soweit keiner zu sein. Ach, auch hier, dass der Schnee dann an der Jacke haften bleibt und so weiter, das ist halt alles realistisch gemacht in The Last of Us. Purer Realismus. Außer, dass man sich das Band hier, das, wie nennt man das, Verbandzeug immer um denselben Arm macht. Vor allem, man wird ins Bein geschossen und dann macht man sich Verbandzeug um Arm. Das ist ein bisschen unrealistisch wieder, aber gut. Jedes Spiel hat so kleine Sachen, wo man sagt, ja komm, das ist doch Hacker. Ach nein! Hätte ich das Ding mal verballert, ne? Hätte ich die Munition jetzt verballert. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Ja, okay. Er hat den Schlüssel. Wir müssen hier raus und er hat den Schlüssel. Doch, ich bin infiziert. So hart um sein Leben. So, das wird jetzt hier eine ganz schöne Krauchpartie gegen den Typen. Was ist jetzt, Ellie? Der ist auch relativ schwer. Ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz hab ich dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Wir müssen natürlich hier ein bisschen die Klappe halten und ruhig sein. Und versuchen, hinter den zu schleichen, damit er ordentlich was auf die Ohren kriegt. Das mit dem Pferd tut mir leid. So, mein Freund, Messer in Rücken kann auch entzücken, nur leider bin ich dir nur auf den Rücken gesprungen und das Messer in Wanz gerammt. Oh, Machete, ja, der kam vor ein paar Tagen, der Film, war ziemlich guter Film. Oh, Machete rennt. Ich lehne euch nicht ab, Freunde. Ja, was es mit den Typen auf sich hat, müsst ihr natürlich das Spiel spielen. Das werde ich euch jetzt nicht verraten. Oh oh. Wenn du aufgibst, wird es kurz und schmerzlos. Ich gebe nicht auf, mein Freund. Ich bin der Letzte, der aufgibt. Und Rainer! Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Oh, er macht jetzt auch eine Kriechparty. Da hinten ist er. Oh oh. Eieiei. Ja, Freunde. Eigentlich hat er mir ja sogar geholfen, ne? An der Stelle mache ich jetzt nämlich Schluss. Wie das jetzt alles ausgeht, ob wir den töten müssen oder was jetzt passiert, das, meine lieben Freunde, müsst ihr halt selber erfahren, indem ihr das Spiel kauft oder, ja, beim Freund zockt, wie auch immer. Ihr müsst es auf jeden Fall selber spielen, um das zu erfahren. Denn ich mache an der Stelle Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in The Last of Us. Und schaut unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auf www.playedfast.de den Artikel zu dem Spiel. Ich sage so lange, ciao, euer Krangus. Das war's von mir mit diesem Let's Try. Macht's gut.